Wir lieben es überall. Essen unterwegs, Essen in der Bahn oder Essen im Auto. In Supermärkten werden deshalb diese To-Go-Snacks immer beliebter. Aber wer macht die für uns in diesen rauen Mengen? Wir haben unsere Reporterin Claire Oelkers bei einem der führenden Salat-To-Go-Hersteller mitarbeiten lassen. Und da hatte sie dann den Salat im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Oh nein, mir ist das Messer gerade auf den Boden gefallen. Wie kommen Sie denn jetzt hier wieder zurück? Entschuldigung. Ich habe höllisch Angst, dass mir entweder dieser Schaber oder der Eimer da reinfällt. Stopp! Nicht so schnell! Nein, nein! Hilfe! Clear in der Salatfabrik. Welche Arbeit steckt dahinter, die trendigen To-Go-Produkte herzustellen? Da man dafür keine Ausbildung braucht, darf Claire gleich loslegen. Allerdings braucht man das Frühaufsteher-Gen. Um 6:30 ist Claire in Delbrück bei Bielefeld mit Ausbildungsleiterin Miriam Schubert verabredet. Hallo Claire. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, danke. Der Familienbetrieb stellt 70 verschiedene Fertigsalate und Snacks für alle großen Supermarktketten Europas her. Okay. Witzig, wie es auch aussieht mit den Hauben. Ja, so siehst du gleich auch aus. Ja. Wie viele Leute sind das, die hier für euch arbeiten? Also wir haben ungefähr 650 Mitarbeiter auf 2 Werke verteilt. Wie viel produziert ihr am Tag? Circa 300 Tonnen jeden Tag. 300 Tonnen? Ja. Nach einer Sicherheits- und Hygieneeinweisung geht's in die Produktion. Im firmenüblichen Arbeitsoutfit. Für die Arbeit in der Salatfabrik braucht Claire ein Gesundheitszeugnis und saubere Hände und Schuhe. Hygiene wird groß geschrieben. Man muss sich erstmal Hände waschen, desinfizieren. Man geht da rein. Alle tragen so lustige Hauben, sind vermummt. Also es kam mir so vor wie im Krankenhaus in noch ein bisschen extremer. Ja, wir starten jetzt heute mit dem Quinoa Weiß als erstes. Okay. Komm mal mit mir mit, dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Ach so, das passiert hier. Genau. Claires erste Station ist die sogenannte Kochstraße. Sie legt los wie jeder Neuling in der Fabrik. Learning by doing. Sie soll die Zutaten für den Verkaufsschlager garen, den Quinoa-Curry-Salat. Miriam erklärt ihr, was zu tun ist, um den Kochvollautomaten zu steuern. Claire muss später alle Schritte überwachen, nachkontrollieren und vor allem protokollieren. Mein erster Eindruck in der Kochstraße war, ich werde diese Maschine nicht bezwingen können. Da gibt es ja 1000 Einstellungen, Kochprogramme, auch wieder diese riesengroßen Massen. Also ich kam mir da ein bisschen verloren vor. Die Lampe leuchtet, es kann losgehen. Okay, ich muss diese beiden Knöpfe drücken gleichzeitig, ne? Genau. Muss die gedrückt halten? Ja. Okay. Kurz. Okay, 3, 2, 1. Oh, es vibriert. Die erste Zutat für den Salat ist fertig. Die Rüttelstraße fungiert wie eine Salatschleuder. Das überschüssige Wasser tropft nach unten weg. Übrig bleibt relativ trockener Quinoa. Claire kratzt die letzten Reste in den Karren und schiebt ihn zur Gewichts- und Temperaturkontrolle. Nimm dir doch mal da hinten das Thermometer. Das ist das hier? Genau. Boah, sowas wollte ich schon immer mal machen. Und dann einfach reinhalten? Einfach reinhalten. Also so? 4,3. Super. Okay. 4,3. Und wichtig ist natürlich jetzt für unsere Dokumentation, dass wir das in den Computer eingeben. Nur wenn das Produkt auf unter 5 Grad gekühlt ist, darf Claire es für die weitere Verarbeitung freigeben. Sonst können Keime entstehen. Deshalb sind es in der Fertigung knackige 11 Grad Raumtemperatur. In der Produktion war es richtig kalt. Ich wurde schon gewarnt, man hat mir gesagt, pack einen dicken Pullover ein. Aber dass es dann im Endeffekt sich so kalt anfühlt, hätte ich nicht gedacht. Claire ist jetzt alleine für die Kochstraße verantwortlich. Das ist jetzt mein erster eigener Quinoa und das fühlt sich irgendwie ziemlich gut an. Ja. Jetzt nur noch die Daten am Computer eintragen. Was musste ich jetzt nochmal machen? Das ist auch ein bisschen gemein mit diesem Computer, weil das sind einfach so viele Möglichkeiten. Man kann da so viel eingeben. Ich habe jetzt wieder vergessen, was ich machen musste. Ich glaube, irgendwo muss ich auf jeden Fall meine Nummer eingeben. Claire muss auch einen Produktwechsel programmieren. Okay, jetzt muss ich das Kochprogramm umstellen auf meine Edamame Sojabohnen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Entschuldigung.
Ja, ich würde gerne auf mein Kochprogramm umstellen, aber ich kenne dieses Bild. Einmal auf die Stopptaste, Stopp. Ach, hier, damit alle Körbe runtergehen. Genau. Das Kochprogramm legt fest, wie lange jedes Produkt bei welcher Temperatur gekocht und dann wieder heruntergekühlt wird. Okay, Noah hatte jetzt eine ziemlich lange Garzeit. Bei den Edamame-Bohnen ist es aber anders. Die kochen nur 7 Minuten, was jetzt einen ganz schönen Stress bedeutet, weil ich ja das nächste schon vorbereiten muss. Denn pro Schicht gilt es, die für den Tag benötigten Mengen an Produkten zu garen. Doch Claire denkt schon ans Essen. Ich liebe ja Edamame-Bohnen und am liebsten würde ich jetzt hier so eine wegnaschen. Aber darf ich ja leider nicht. Aber gleich darf sie die Lebensmittel anfassen. Ja, Claire, das hier ist unsere Station, an der wir unsere Lauchzwiebeln putzen. Kennst du vielleicht von zu Hause? Ja, die ist mir geläufig. Habe ich schon mal in der Hand gehabt. Ja. Habe ich auch mal mitgekocht, ja. Wie viel Lauchzwiebeln muss ich denn jetzt so schaffen in der Stunde? 20 Kisten wären nicht schlecht. Das klingt extrem viel. Lass das anfangen. Natürlich nur mit Schnittschutz plus Hygienehandschuhen. Schließlich arbeitet Claire mit einem scharfen Messer und frischen Lebensmitteln. Okay, wichtig ist jetzt, wenn du dir die Lauchzwiebel nimmst, dass du hier einmal die Wurzel abnimmst und dann, wenn hier schwarze Stellen sind, gehst du ganz leicht mit dem Messer darüber. Okay. Aber schon so ein bisschen Fisselsarbeit, ne? Ja, da muss man schon gute Augen haben, damit man alles sieht. Ja. Okay, dann lege ich doch mal los. Technisch keine große Herausforderung. Ein guter Mitarbeiter schafft 65 Kilo in der Stunde. Bei Claire sieht das gerade noch deutlich langsamer aus. Akribisch widmet sie sich Lauchstange für Lauchstange. Oh. Oh nein, mir ist das Messer gerade auf den Boden gefallen. Da ist es. Ich glaube, ich muss das jetzt abspülen und dann wieder desinfizieren. Weder Werkzeuge noch Lebensmittel dürfen den Boden berühren. Also alles reinigen. So, hier rein. Desinfiziert wird mit reinem Essig. Ach, wie neu. So, kann ich jetzt weitermachen. Hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Das muss ich jetzt wieder aufholen. Claire hängt. Das merkt auch Miriam. Ich stell dir mal den Kollegen zur Seite. Der unterstützt sich dann ein bisschen, damit wir den Salat gleich auch mischen und abfüllen können. Dankeschön. Vielleicht kann ich mir bei dir ja noch was abgucken. Ja. Ach, du nimmst sogar 3 auf einmal? Ja. Okay. Wie lange arbeitest du schon hier? Seit 2008. Wie viele Stunden am Tag machst du das hier, die Lauchzwiebeln schneiden? Keine Ahnung, ich hab nicht gezählt. Du schaust nicht mehr auf die Zeit? Nö. Ist dir manchmal langweilig dabei? Nö, niemand. Nie? Okay. Nach 2,5 Stunden hat Claire mit Hilfe des Kollegen fast die benötigte Menge Lauchzwiebeln geputzt. Na, wie sieht's aus? Ja, also wie du siehst, habe ich tatsächlich doch was schaffen können. Super, ich würde sagen, für heute ist dein Arbeitstag auch beendet. Ach wirklich, ist es schon so spät? Genau. Tschüss. Beim Weg zum Ausgang kommt Claire noch an den weiteren Stationen der Salatproduktion vorbei. Jetzt, wo wir hier so durchlaufen, wird einem erstmal so, werden die Dimensionen so bewusst. Ne? Also ihr arbeiten etliche Menschen, ihr stellt zig Produkte. Das muss eine krasse Logistik sein. Wie organisiert ihr das? Also wir treffen uns wirklich jeden Tag mittags um 12 Uhr und wir planen den nächsten Tag. Die Herausforderung ist einfach, heute brauche ich 500 Kilo Quinoa und am nächsten Tag brauche ich vielleicht 3 Tonnen Curry Quinoa Salat. Und das ist eigentlich das, was den Tag so spannend macht. Also ich weiß nicht genau, was bestellt mein Kunde heute für morgen. Denn 2 Tage nach einer Bestellung sollte die Ware im Supermarkt ankommen. Dann sehen wir uns morgen früh um 7 wieder. Okay, super. Dann gehe ich heute, glaube ich, geschlafen. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Wie früh hätte selbst Claire nicht gedacht. Ich habe mich gerade total erschrocken. Ich bin nach meiner Schicht zurück ins Hotel. Da waren es irgendwie so 17 Uhr oder so. Und ich bin original. Ich wollte mich nur ganz kurz mal hinlegen und so ein bisschen aufwärmen, weil ich richtig, richtig durchgefroren war. Und ich bin jetzt einfach eingeschlafen und habe 3 Stunden durchgepennt, weil ich so
fertig war. Auch an Tag 2 wartet auf Claire wieder die kalte und hygienische Umgebung. Und eine neue Aufgabe: das Wiegen und Vermischen der Zutaten zum fertigen Salat. Das ist mein Rezept. Das ist dein Rezept, genau. Mit den Mengenangaben. Und wie wiege ich jetzt? 5 Komponenten wiegst du zusammen in einen Behälter rein. Also die Quinoa mache ich zusammen. Genau. Und auch nochmal einzeln die Süßkartoffeln. Genau. Dann fange ich am besten mit den Linsen an, oder? So sieht's aus. Okay. Brauche ich 6 Kilo Linsen. Bin gespannt, wie viel 6 Kilo sind. Ich habe in so großen Mengen noch nie gekocht. Okay. Mit einer Schaufel, die eines Bauarbeiters würdig wäre, schippt Claire los. Ah, das waren jetzt 3 Kilo, also nochmal so eine Schaufel. Die in der Rezeptur vorgegebene Menge muss genau getroffen werden. Gott, ist das spannend. Okay. Claire muss insgesamt 5 Zutaten in einem Extrabehälter zusammenwiegen und sich genau an die vorgegebene Reihenfolge halten. Doch jedes Produkt hat ein anderes Eigengewicht. Das sind erst 1 Kilo. Die sehen schwerer aus, als sie sind. Ich muss mich echt konzentrieren. Weil wenn jetzt einmal zu viel da drin ist, dann kann ich das, glaube ich, nicht mehr da so rauskratzen und wieder zurücktun. Also vorsichtig rantasten. Bohne für Bohne. Möhrenraspel für Möhrenraspel. Doch nach einer Weile wird Claire unvorsichtiger. Ich habe 0,1 Kilogramm zu viel Paprikagranulat reingetan. Jetzt frage ich mich gerade, ob das egal ist und es eh immer so eine kleine Messungenauigkeit gibt. Miriam hatte eine klare Meinung. Das müsstest du wieder rausnehmen. Wirklich? Wirklich. Aber besser ein bisschen Paprika wegwerfen als 3 Tonnen Salat. Wie alle Mitarbeiter muss Claire jeden ihrer Arbeitsschritte unter ihrer Mitarbeiternummer eintragen, sodass Fehler immer zurückverfolgt werden können. Wo sind eigentlich die anderen? Ich muss sagen, von den Kollegen habe ich jetzt nicht ganz so viel mitbekommen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass alle so lustig vermummt waren. Claire muss jetzt die Zutaten zusammenmischen. Die erste Ladung landet im überdimensionalen Mixer. Die Gewürze sind vorgewogen. Claire muss dafür sorgen, dass jedes Gramm im Salat landet, damit alle Chargen genau gleich schmecken. Ich habe höllisch Angst, dass mir entweder dieser Schaber oder der Eimer da reinfällt. Die empfindlicheren Zutaten darf Claire erst zum Schluss zugeben. Es soll möglichst wenig matschen. Mein Salat kommt da jetzt gerade raus. Ich bin ein bisschen stolz. In einem Labor wird jeder fertig gemischte Salat nochmal auf die Zutaten überprüft und der Geschmack getestet. Mir ist eh schon aufgefallen, dass du sehr passioniert dabei bist. Also du liebst deinen Job. Wie lange machst du den eigentlich schon? Ich bin schon seit 10 Jahren hier im Unternehmen. Wie alt bist du denn, wenn ich dich fragen darf? Was meinst du denn? Also ich bin Anfang 30. Ich dachte, du wärst ein bisschen jünger als ich. Wann hast du denn hier angefangen? Ich habe mit 16 Jahren wirklich hier gestartet, meine Ausbildung. Also mit 14 habe ich mein erstes Praktikum hier gemacht. Und ich fand einfach das immer schon so faszinierend. Ja, und nach meinem Praktikum bin ich dann mit der Ausbildung hier gestartet, direkt nach der Schule. Ach krass, und jetzt bist du seit 10 Jahren hier? Jetzt bin ich seit 10 Jahren hier und darf jeden Tag eigentlich neue Produkte miterleben und auch mit weiter verbessern. Und das Tolle ist einfach, wenn du nachher im Regal siehst, das ist ein Produkt, wo ich selber dran gearbeitet habe. Am Ende der Schicht muss Claire an die Abfülllinie. Das wird jetzt deine neue Arbeitsstelle sein. Die Aufgabe? Die zusammengeklappten Gabeln auf den To-Go-Salat kleben. Wichtig ist, dass du die mit den Zacken nach oben drauf gibst, weil wenn das so rum wäre, könnte es sein, dass die Gabel die Folie beschädigt. Fliegender Wechsel am Band. Okay, jetzt wird's ernst. Danke dir. Okay, also so ein Ding, dann hier der Kleber und dann drauf. Das habe ich ein bisschen schief drauf geklebt. Okay, also eins. Ah, stopp. 2. Ah,
nein, nein, halt. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe zwei linke Hände. Stopp, nicht so schnell. Nein, nein, Hilfe. Warte, oh, oh. Kann ich, danke. Ja, wir packen erst ein paar Scheine. Sorry, ich bin noch nicht schnell genug. Wir üben noch. Oh nein. Ja, ja, nicht so Stress jetzt hier. Ich muss die auch erstmal richtig gerade drehen. Nach und nach wird Claire schneller. Die vorgegebene Geschwindigkeit schafft sie aber auch nach 4 Stunden am Band nicht. Ja, super. Ich würde sagen, du hast die Schicht für heute geschafft. Und tausend Dank nochmal. Super. Und die Kollegin macht weiter. Ja, ich glaube, ich gebe mir eine Katastrophe in sich. Meine 2 Tage in der Salatfabrik sind jetzt vorbei und ich muss sagen, dass ich es körperlich recht anstrengend fand. Und ich hätte auch nie gedacht, dass man bei der Salatproduktion so viel Verantwortung trägt. Also egal, ob man Zutaten abwiegt oder ob man so ein Gäbelchen aufklebt, man muss ständig hochkonzentriert sein und darf sich keinen Fehler erlauben. Dennoch hat es mir hier sehr viel Spaß gemacht und jetzt habe ich eins, Hunger.